Herzlich willkommen zum 20. Welser Innenstadt Radkriterium 2018. Auf die Plätze, fertig, los! Wir haben schon in den letzten Tagen, Wochen sehr interessante Beiträge über das heutige Radkriterium gelesen. Also erst einmal danke, dass dieses Event so toll organisiert wird. Danke an den Paul Resch, der das seit 20 Jahren mittlerweile macht. Und es ist ein Event, wo wir jedes Jahr gerne dabei sind, weil es ist etwas, was emotional sehr hoch aufgeladen ist. Sport ist bei uns ein Teil der Zeitung, der Information. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit dem Sport zu leiden, zu freuen. Und deswegen sind wir auf alle Fälle jedes Jahr mit hier dabei. Am Abend steppt der Bär in der Welser Innenstadt. Nachdem es ja heuer ausnahmsweise keinen Regen geben soll, dürfte das ein Event sein, das sich in die Nacht hineinzieht. Auf alle Fälle sagen wir herzlichen Dank und hoffentlich auch weiterhin auf die Unterstützung. Live-Radio mit dabei, ein Tochterunternehmen sozusagen der Oberösterreichischen Nachrichten. Vielen Dank. Ganz kalt ist es nicht. Also es wird eine Hitzeschlacht. Wir sind wirklich stolz, dass wir eine der letzten großen Städte sind, die diese Innenstadtkriterien durchführen. Ich bedanke mich auch wirklich ausdrücklich beim Hauptsponsor, weil ohne den Sponsoren aus der Wirtschaft wäre das nicht mehr möglich. Aber es ist für uns wirklich ganz, ganz toll. Eine tolle Kulisse, es ist angerichtet und ich freue mich schon auf das Rennen. Es wird heuer sicher schwerer, weil wir haben ein größeres Starterfeld und wir haben heute wirklich unsere Top-Sprinterinnen in Österreich auch am Start. Also eher für mich ist jedes Jahr was ganz Besonderes. Nachdem ich auch Oberösterreicherin bin, sind halt ganz viele bekannte Leute auch da. Und ja, für mich ist wirklich toll, dass auch so viele Zuschauer heute gekommen sind bei der Hitze noch dazu. Und wir werden schauen, dass wir eine gute Show liefern. Ich bin doch schon ein paar Jahre dabei, weil der Menschenmenge da zu fahren ist wirklich super. Es ist zwar ein bisschen warm, aber ich glaube beim Radfahren ganz angenehm. Naja. Heute, glaube ich, gibt es als Hauptpreis den Mitsubishi Outlander 2.0. Ich habe ein bisschen recherchiert. Der hat sehr viele Pluspunkte in den Automagazinen. Ja, ist ein tolles Auto mit einer wunderbaren Ausstattung. 150 PS, 2 Liter Benziner. Das ist unser Jubiläumsmodell zu unserem 50-jährigen Geburtstag des Autohauses Zinhobler. Also eines davon. Also wirklich ein tolles Komplettangebot für Kunden, die es auch kaufen möchten bei uns. Das Innenstadt-Radkriterium ist ja eine ganz, ganz bedeutende Veranstaltung mit einer riesengroßen Tradition. Viele Zuschauer, auch viele Bekannte und Verwandte von mir da haben, da muss ich schon ein bisschen Gas geben. Energie, man muss nach vorn kommen. Die Sportler erledigen das heute für unser Unternehmen. Unsere Mitarbeiter haben viel aufgebaut, damit die Stadt so ausschaut, wie Sie sie heute sehen. Mit den Rädern, mit den ganzen Absperrungen, da helfen wir gern mit. Wir sind einfach nervös da. Nach einem schweren Sturz hat er sich heuer zurückgemeldet und hat auf eine wirklich total lässige Art und Weise die Etappe der Tour de France in Roubaix gewonnen. Seine erste Tour de France-Etappe für sich entschieden. Er kommt aus Deutschland und er ist ein ganz großer des internationalen Radsports. Unser aller Applaus, die Stimmung von tausenden Fans für John Degenkolb! Ich fühle mich in Österreich wahnsinnig wohl. Ich habe mich vor der Tour de France auch in Österreich in einem kurzen Trainingscamp auch mit zusammen mit Michi vorbereitet am Fuschelsee. Und ich finde einfach das Flair in Österreich ist ganz speziell und ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und komme immer gerne wieder. Ja, lass uns starten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim Raiffeisen Grand Prix. Danke fürs Kommen. Und ich kann es nur wiederholen, was der John Degenkolb gerade gesagt hat. Lasst uns starten. So, das war noch nicht der Start. Was, 5 Minuten haben wir noch? Lieber Herr Präsident. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Unser Applaus, liebe Zuschauer, das Kriterium 2018 hat begonnen. Es geht auf den Kurs mit seinen insgesamt 4 Kurven. Gleich zu Beginn rein in die Weiß-Strom-Kurve. Danach folgt die Stahl-im-Sterner-Kurve, die Gourmet-Fein-Kurve und ganz zum Schluss noch die TGW-Kurve. Im Unternehmen bin ich für globales Personalmanagement zuständig und das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir uns immer wieder da engagieren, weil wir sehr viele neue Mitarbeiter suchen im TGW Evolution Park, so wie Sie es erwähnt haben. Und das ist unser Anliegen, sowohl lokal hier solche Initiativen zu unterstützen und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen präsent in der Umgebung
zu sein. Ja, eigentlich sind wir ja auch Tränker, aber wir sind jetzt mit einer Stätte Richtung Wels unterwegs. Die Dynamik, die Leidenschaft, das Feuer, das bei den Sportlerinnen und bei den Sportlern brennt, genau dafür stehen wir. So, jetzt macht hier die heimische Mannschaft Wirbel. Matthias Kritzek, frühere World Tour Profi von Cannondale, zieht an die Spitze und erhöht jetzt hier das Tempo beim 20. Kriterium. Gourmet-Fan ist ein mittlerweile sehr bekannter Leberkäshersteller. Wir beziehen unsere Rohstoffe zu 100% von Vertragspartnern aus Oberösterreich. Wir verarbeiten unsere Produkte hier in Michaelenbach, in der Nähe von Wels. Wir produzieren alle Produkte geschmackverstärkerfrei. Alle Produkte glutenfrei und alles, was man nicht unbedingt braucht in einem Lebensmittel, lassen wir heraus. Der Start war, glaube ich, sehr kommod, aber es wird von Runde zu Runde schneller und spannender. Schauen wir, was Rennen bringen wird. Ich hoffe natürlich, dass unsere Mannschaft die Nase vorne haben wird. Aber es sind so viele gute Leute da, also es kann alles passieren heute, glaube ich. Und wenn da jetzt jemand glaubt, da wird gemütlich gefahren beim Welser Innenstadtkriterium der Profis, die Rundenzeiten momentan von Kritzek und Mühlberger, der Schnitt jenseits von 47 Stundenkilometer. Der Paul Resch hat mir gestanden, er hat schon das vierte Hemd an, drei hat er noch im Auto hängen, frische. Das wievielte Hemd ist bei Ihnen? Ich habe mich gerade vor einer Stunde noch mal umgezogen. Ein heißer Abend, aber es passt uns ja gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Wenn es regnet, taugt es uns nicht. Aber das ist ja ein Flair wie irgendwo beim Giro oder in Frankreich. Ich glaube, besser wie heute kann es eigentlich nicht sein, auch wenn es ein bisschen warm ist. Aber das sind wir mittlerweile eh gewohnt und es wird heute sicher noch ein super Abend. Jetzt Angriff von Gregor Mühlberger hier auf dem Weg zu Start und Ziel. Ganz Wels klatscht, ganz Wels applaudiert. Liebe Zuschauer, wenn die Fahrer bei euch vorbeikommen, nur noch ein paar Meter in Richtung Ziel. Das Kriterium ist gleich entschieden und derzeit an der Spitze, das gibt's doch gar nicht. Kritzek schließt auf, ein Duo kämpft um den Sieg. Kritzek oder Mühlberger, sie belauern sich, meine Damen und Herren. Jetzt die Glocke wieder das Feld und er gewinnt ja, egal wie. Es gibt ein neues Siegergesicht hier in Wels. Der 15. Sieger beim 20. Innenstadtkriterium und Kritzek, er hat die Nase. Kritzek und Mühlberger, Kritzek. Der Staatsmeister 2011 hat hier Gregor Mühlberger, den Staatsmeister 2016, noch in die Schranken gewiesen. Rang 3, 14 und Vierter, John Degenkolb. Heute im Finale, da hat diese lange Führungsarbeit von Gregor Mühlberger doch zu viel am Körner gekostet. Wir applaudieren den Sportlern. Sie kommen von der Auslaufrunde zurück. Matthias Kritzek und Gregor Mühlberger. War ein Spitzenrennen, Wahnsinnspublikum. Also in Wels ist immer wieder unglaublich hier die Stimmung. Und ja, super happy. 20 Jahre Kriterium, großes Jubiläum. Der Sieger heißt Matthias Kritzek. Wie klingt das? Ja, klingt super. Ich muss auch ein großes Dankeschön an unsere ganzen Sponsoren, an Felbermeier, an das ganze Team Felbermeier Simple & Wels, an den Paul Resch, der das immer hier Wahnsinn, also wie er das da veranstaltet, und an das ganze Publikum. Ein tolles Rennen und was uns besonders freut, ein Heimsieg für das Felbermeier-Team und das beim Raiffeisen Grand Prix. Also besser kann es nicht sein. Er hat runtergeschaut auf den Pauli und auf uns, 20-jähriges Jubiläum, hat er gesagt, da kann es nicht regnen. Es freut mich, dass so viele Leute hier sind. Ich hoffe, wir haben eine gute Show gehabt. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele nach vorn kommen, auch bei der Verlosung. Und alle denen Damen, denen ich ein Los geschenkt habe, und sie gewinnen jetzt etwas, nehmen Sie mich bitte in ein Abendgebet auf. Gestern oder heute ist in der Zeitung gestanden, der Pauli muss mit der Elvira noch reden, ob er überhaupt weitermacht. Also wenn die Elvira da ist, sei gnädig zum Pauli und gib ihm ein bisschen ein Taschengeld, damit das Radkriterium weiter stattfinden kann. Und dann schauen wir mal. Also wenn der, ich habe das jetzt so interpretiert, wenn der Resch Paul darf von der Elvira aus, dann ist die Bank auch mit dabei, die Raiffeisenbank gewesen. Und jetzt ganz schnell einen Riesenapplaus noch für den Paul Resch. Ein kräftiges Woo!